Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's euch? Das war eine deutsche Frage, ihr dürft deutsch antworten. Good. Yeah. So, I thank the Lord for bringing me safe. Okay. Ja, kommt ruhig nach vorne. Unsere beiden Stimmen sind ein bisschen angeschlagen. Wenn ihr besser hören wollt, kommt ruhig nach vorne. Yeah. I thank the Lord for bringing me safe and bringing all of us safe this evening here. Ich danke dem Herrn, dass er uns alle hier sicher hierher gebracht hat. So, today in the morning, I know, again today I experienced the providence of God. Und heute Vormittag habe ich auf besondere Weise wieder die Vorsehung Gottes erfahren. So, morning I started my journey in the morning from the university. First I took the bus, then I took the train. Ich bin heute Morgen von der Universität aus losgefahren, erst mit dem Bus, dann mit dem Zug. Then after a few stations, the train stopped. Und nach ein paar Haltestoppen ist der Zug geendet. Then they said there is some problem in the railway track. They are trying to rectify. Und sie sagten, da ist irgendwas mit den Gleisen, da muss was wiederhergestellt werden. Es geht nicht weiter hier. Then after 10-15 minutes it started. Aber nach 10-15 Minuten ging es dann tatsächlich weiter. So I thank the Lord. Dafür danke ich dem Herrn. But after two stations, aber dann wiederum nach zwei Anhaltepunkten, again it stopped. Blieb er wieder stehen. Then we waited again some 15 minutes. Und wir mussten wiederum so 15 Minuten warten. Then waited, it was not going. Wir haben gewartet, es ging einfach nicht weiter. Then at the end we got the announcement. Und dann am Ende wurde uns gesagt, the train is ending here. Der Zug endet hier. So, but my flight, I will miss the flight. Und dann hatte ich das Problem, dass ich meinen Flug nicht bekommen würde. Then immediately came out, then from the mobile, from the app, tried to call a taxi. Und dann habe ich über die App versucht, ein Taxi zu organisieren. Then, by the grace of God, the taxi came very fast. And 15 minutes before the boarding, I reached the airport. Und in der Tat ist das Taxi dann durch die Gnade Gottes ziemlich schnell gekommen. Und es war 15 Minuten bevor das Boarding zu Ende war, war ich am Bahnhof, am Flughafen. Ah, Flughafen. Then security check so on time. When I reached the gate, it was just started the boarding. That's all. Okay, also als ich dann durch die ganzen Sicherheitskontrollen und so weiter kam, als ich dann gerade zum Tor kam, begann das Boarding. Yeah. So I remember what Brother Thomas Paul says. Und ich erinnerte mich dann an das, was Thomas Paul so oft sagt. He tells, when there are more problems before the retreat, that means God is going to work. Dass er sagte immer, wenn es vor solchen Exerzitien viele Probleme und Schwierigkeiten gibt, ist das ein sicheres Zeichen, dass der Herr Großes tun möchte. Ja. Yeah. Halleluja. 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 So let us thank the Lord. Also sind wir dem Herrn dankbar. No, so you know in the Acts of the Apostles we see whenever there was a problem, Peter and the disciples were thanking the Lord for the problems. Und wir sehen das in der Apostelgeschichte. Immer wenn da Probleme aufgetaucht sind und Schwierigkeiten da waren, dann hat Petrus die anderen Apostel ermutigt, zuerst einmal dem Herrn zu danken. So let us thank the Lord. Also danken wir dem Herrn. So today we are just beginning the retreat. Also heute fangen wir mal gerade an. And we entrust this retreat into the Immaculate Heart of our Blessed Mother. Und wir übergeben diese Exerzitien dem unbefleckten Herzen Mariens. And since we are preparing for the Pentecost. Und wir sind auch schon in der Vorbereitung auf das Pfingstfest. So these 3 days of retreat will be a preparation for the Pentecost. So nehmen wir diese 3 Tage auch als Vorbereitung auf das Pfingstfest. Ja, and she who is the spouse of the Holy Spirit can prepare us with the best. Und sie, die Braut des Heiligen Geistes ist, sie kann es am besten vorbereiten auf dieses Fest. Okay, so these 3 days we will be preparing for receiving the Holy Spirit. Also in diesen 3 Tagen bereiten wir uns wirklich darauf vor, den Heiligen Geist zu empfangen. So, as we begin, also wenn wir jetzt anfangen, let us take 1 minute. Nehmen wir uns 1 Minute Zeit.
So we are just beginning only. Wir sind gerade am Anfang. So let us close our eyes. Und schließen wir einmal unsere Augen. And let us think, what do I expect from these 3 days from the Lord? Und denken wir einmal, was erwarte ich vom Herrn für diese 3 Tage? Maybe many of us might have come here with a lot of expectations. Vielleicht sind viele hier wirklich mit großen Erwartungen. Maybe with a lot of pain in our hearts. Vielleicht haben wir große Schmerzen im Herzen. Maybe to receive some answers from the Lord. Vielleicht erbitten wir uns Antworten vom Herrn. Or maybe to thank the Lord. Vielleicht wollen wir dem Herrn auch danken. Or maybe to intercede for our family members, maybe for our spouses or children. Oder vielleicht sind wir hier, um für unsere Familienmitglieder, für unseren Ehepartner oder unsere Kinder zu bitten. Whatever be it. Was es auch immer sein mag. Let us think. Lasst uns darüber nachdenken. In our minds. In unserem Inneren. What do I expect from these 3 days? Was erwarte ich von diesen 3 Tagen? And let us pray like Saint Peter and John prayed. Und lasst uns beten, so wie der heilige Johannes und der heilige Petrus gebetet haben. The Lord is inspiring to pray this prayer. Der Herr inspiriert mich gerade, dieses Gebet aus der Apostelgeschichte zu beten. It is Acts of the Apostles, chapter 4, verse 30. Es ist aus der Apostelgeschichte, 4. Kapitel, Vers 30. Peter and John prayed to the Lord. Petrus und Johannes beteten zum Herrn. Lord, help your servants to proclaim your message with all fearlessness. 29. Doch jetzt, Herr, sieh auf die Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. By stretching out your hand. Streck deine Hand aus. To heal. Damit Heilungen and to work miracles und Zeichen und Wunder geschehen and marvels through the name of your holy servant Jesus. Und das Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Lord, Herr, help your servants to proclaim your message with all fearlessness. Gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. By stretching out your hand to heal. Streck deine Hand aus, damit Heilungen geschehen. Stretch out your hand to heal. Streck deine Hand aus, um zu heilen. To work miracles. Um Wunder zu wirken. And marvels through the name of your holy servant Jesus. Und das Zeichen geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus. As they prayed. Und während sie beteten. The house where they were assembled rocked. Bebte der Ort, an dem sie versammelt waren. From this time, und alle, they were all filled with the Holy Spirit, wurden in diesem Augenblick vom Heiligen Geist erfüllt, and began to proclaim the word of God fearlessly. Und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. As they prayed, während sie beteten, the house where they were assembled, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren. Rocked. Bebte. From this time they were all filled with the Holy Spirit. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. And began to proclaim the word of God fearlessly. Und sie begannen freimütig das Wort Gottes zu verkünden. So we are asking the Lord. Und so bitten wir den Herrn. Lord, grant us the grace to proclaim your message. Herr, schenke uns die Gnade, deine Botschaft zu verkünden. Lord, stretch out your hand to heal. Herr, streck deine Hand aus, dass Heilungen geschehen. To work miracles. Dass Wunder geschehen. And marvels. Und Zeichen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. So this is our prayer for these 3 days. Das ist das Gebet für diese vollkommenen 3 Tage. Are we together? Sind wir zusammen? Yes. Do you believe? Glaubt ihr das? Do you believe? Glaubt ihr das? Yes. Ja.
Do you believe that the Holy Spirit is in you? Glaubt ihr, dass der Heilige Geist in euch ist? Yeah. How do you know? Woher wisst ihr das? How do you know that the Holy Spirit is in us? Woher wisst ihr, dass der Heilige Geist in euch ist? We are baptized. From the baptism. Ja, durch die Taufe, richtig. From the baptism. Ja, durch die Taufe. Can you repeat after me? Könnt ihr wiederholen, was ich jetzt sage? I love Jesus. Ich liebe Jesus. Jesus is my savior. Jesus ist mein Retter. Jesus is my Retter. Jesus is my savior. Jesus ist mein Retter. So now can you raise the hands all those people who has said Jesus is my savior. Und können jetzt alle die ihre Hand heben, die gesagt haben, Jesus ist mein Retter. Okay. Now I will prove from the Bible that Holy Spirit is in you. Und jetzt werde ich euch das ausgehend von der Heiligen Schrift beweisen, dass der Heilige Geist in euch Let's ist. Let's take 1 Corinthians chapter 12, verse 3. Nehmen wir 1. Korintherbrief, 12. Kapitel, Vers 3. Nobody is able to say, Jesus is the Savior, except with the help of the Holy Spirit. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Nobody is able to say, Jesus is my Lord, without the help of the Holy Spirit. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. So what did you say before? Und was habt ihr eben gesagt? Jesus is my Savior. He is my God. Jesus ist mein Retter. Er ist mein Gott. And the Holy Scripture says that nobody will be able to say that without the help of the Holy Spirit. Und die Heilige Schrift sagt uns, dass niemand in der Lage ist, das zu sagen, das zu bekennen, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. So if you are able to say, that means Holy Spirit is in you. Also wenn ihr wirklich in der Lage seid, das zu sagen und zu bekennen, dann ist der Heilige Geist in euch. Ja? Yeah? Amen. Ja. Another example. Ein anderes Beispiel. Jesus says in John chapter 14 verse 15 onwards. Jesus sagt im Johannesevangelium chapter 14, 14. Kapitel, 15 onwards. Verse 15 folgende. If you love me, you will keep my commandments. Wenn ihr an mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. I will ask my Father. Ich werde meinen Vater bitten. He will give you another helper. Und er wird euch einen anderen Helfer geben. To be with you forever. Der immer bei euch bleiben wird. The Spirit of Truth. Es ist der Geist der Wahrheit. Whom the world can never accept. Den die Welt niemals verstehen wird. Since it neither sees or knows them, nor knows them. Sie kennen ihn nicht. Because, but you know him. Aber ihr kennt ihn. Because. Weil he is in you. Weil er in euch ist. He is with you. Er ist mit euch. Yes. Because he is with you and he is in you. Weil er mit euch und in euch ist. Who tells? Wer sagt das? Jesus. Jesus tells. Jesus sagt das. He tells that the world cannot know the Holy Spirit, but you know. Jesus sagt, dass die Welt den Heiligen Geist nicht kennt, aber ihr kennt ihn. Because he is in you. Weil er in euch ist. He is with you. Weil er mit euch ist. And if you have the Holy Spirit, then only you can say that Jesus is my Lord. Und nur wenn ihr im Heiligen Geist seid, dann könnt ihr bekennen und sagen, Jesus ist der Herr, er ist mein Retter. Ja? So, all of us know that the Holy Spirit is in us. Yes or no? Also wissen wir jetzt alle, dass der Heilige Geist in uns ist. Stimmt's? Ja. Yes. Okay, now next question. Also, nächste Frage. Do you like Kaffee? Mögt ihr Kaffee? Ja. Ja? Okay. So, I take a cup of coffee. Also, ich nehme eine Tasse Kaffee. Okay. Then I put one spoon of sugar like this. Dann mache ich einen Löffel Zucker da rein. Okay. Is there sugar in the coffee? Also ist jetzt Zucker im Kaffee?
Yes or no? Ja oder nein? Sugar is there or not? Ist Zucker im Kaffee? Ja oder nein? Ja. Ja. Okay. So I just poured the sugar. Also ich habe gerade den Zucker reingegossen. And I started to drink. Und ich fange an zu trinken. Will you get the sweetness? No. Spüre ich, dass es süß ist? Ja. Ja. Oh. I just poured the sugar. I just put the sugar. Also ich habe einfach nur den Zucker reingeschüttet und nichts immediately mehr gemacht. Immediately I drank. Und dann trinke ich sofort. Ist es dann süß? Ja. Ja. Wartet, wartet. Will you get the sweetness? If you just put the sugar. Wenn ihr einfach nur den Zucker reingießt in den Kaffee, drink, will you get the sweetness? Bekommt ihr dann die volle Süße? Maybe a little bit. Ein bisschen. Ein bisschen. Yes or no? Ein bisschen. But is there sugar in the coffee? Aber ist der Zucker im Kaffee? Yes or no? Ja oder nein? Yes, there is sugar in the coffee. Ja, natürlich ist der Zucker im Kaffee. But are you getting the sweetness? Aber bekommt ihr die ganze Süße? No. But can you say that there is no sugar in the coffee? Aber könnt ihr sagen, da ist kein Zucker im Kaffee? No. Nein. There is sugar. Natürlich ist da Zucker drin. But why are you not experiencing the sweetness? Aber warum erfahrt ihr diese Süße des Kaffees nicht? Because you have not stirred it. Weil wir noch nicht umgerührt haben. Now you stir. Jetzt rührt ihr um. Now you drink. Und jetzt trinkt ihr nochmal. Will you get the sweetness? Spürt ihr dann, wie süß der Kaffee ist? Yes. So in baptism and confirmation, we are getting the Holy Spirit. Also, ich möchte euch damit sagen, durch Taufe und Firmung empfangen wir den Heiligen Geist. So the Holy Spirit is in us. Also der Heilige Geist ist in uns. We are the temple of the Holy Spirit. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. But sometimes we may not experience the sweetness of it. Aber manchmal verspüren wir diese Süße des Heiligen Geistes. For nicht. That, deswegen. We have to stir it. Deswegen müssen wir auch umrühren. That is what we are going to do during Pentecost. Und das ist es, das was an Pfingsten geschieht. That is what happens during Pentecost. Das ist was an Pfingsten geschieht. Then you will see the sweetness. Da erfahren wir dann die Süße. Then you will see the power of the Holy Spirit. Und wir erleben die Kraft des Heiligen Geistes. Ja. Yeah? So are you ready to experience the sweetness of the Holy Spirit? Also, seid ihr bereit, die Süße des Heiligen Geistes zu erfahren? Ja. Are you ready to stir the Holy Spirit inside you? Seid ihr bereit, den Heiligen Geist in eurem Inneren umzurühren? Ja. Ja? Yeah? It's like the charcoal, you know, charcoal. Charcoal, coal. Es ist wie Grillkohle. Ah. So, there will be fire. In the charcoal, so sometimes we cannot see it. Also in der Grillkohle sehen wir, da ist Feuer drin, aber wir sehen es manchmal nicht. So in order to see the fire, what we have to do? Also, fan it. Also was machen wir, damit wir die Glut in der Kohle entdecken? Ja. So then it will fan into flame. Also wir machen Wind, wir pusten drauf und dann auf einmal wird es zur Flamme. So that we are going to, no, God will do that during Pentecost. Und das wird Gott am Pfingstfest tun. For that we are going to prepare. Und darauf wollen wir uns vorbereiten. Are you ready? Seid ihr bereit? Ja. Yeah? Maybe I think you can say a little more louder. Are you ready? Yeah. Yes. You know, the Holy Spirit is not a spirit of, no, silence many times. No. It's a spirit of power, energy. Also der Heilige Geist ist nicht nur ein Geist der Stille, er ist ein Geist der Kraft, der Stärke. No? You know, Thomas Paul used to say, no, it's like the aeroplane. Thomas Paul hat oft erklärt, dass der Heilige Geist wie ein Flugzeug ist. No, it has two wings, Father and the Son. Mit zwei Flügeln. Der eine Flügel ist der Vater und der andere ist der Sohn. But the Holy Spirit is the engine. Aber der Heilige Geist ist die Maschine, die es antreibt. No, it's the engine, it drives. Also der Heilige Geist ist die Maschine, die das antreibt. So today, in this short time, we will try to see what happens when Holy Spirit comes in our life. In der kurzen Zeit, die wir heute haben, wollen wir uns mal anschauen, was passiert, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt. Okay.
So for that, let's start from the Catechism of the Catholic Church. Beginnen wir dazu mit dem Katechismus der katholischen Kirche. Catechism of the Catholic Church, when it explains the creed. Also wo im Katechismus das Credo erklärt wird. No, creed we pray, I believe. There one place we pray, I believe in the Holy Spirit. Also im Glaubensbekenntnis beten wir an einer Stelle, ich glaube an den Heiligen Geist. So there where it explains, I believe in the Holy Spirit, the Catechism teaches us like this. Und da an der Stelle, wo es heißt, ich glaube an den Heiligen Geist, da lehrt uns der Katechismus über den Heiligen Geist. 687. 687. Mit den Zahlen habe ich es nicht so, es kommt. Okay. So, it tells like this. No one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Da heißt es, keiner erkennt Gott. Nur der Geist Gottes. So nobody will be able to know what God wants. Also niemand ist in der Lage zu erkennen, was Gott möchte. Except the Holy Spirit. Nur der Heilige Geist. We will see an example. Wir sehen dazu ein Beispiel. No, if you see in the Old Testament. Wenn wir ins Alte Testament schauen. You know, Moses went to Mount Sinai. Da ist Mose auf den Berg Sinai gegangen. And 40 days he was with the Lord. Und dort hat er 40 Tage mit dem Herrn verbracht. During that time, während dieser Zeit, God told Moses, you should make a tent. Da sagt Gott dem Mose, du sollst ein Zelt bauen. No, where the God will come and rest. Es ist ein Zelt, auf dem der Herr ruhen wird. And he showed them how it should be. Und Gott zeigte ihnen, wie dieses Zelt aussehen soll. And after that, they started to carry the Ark of the Covenant and all. Und nachher sind sie angefangen, diese Bundeslade darin zu tragen. So how this should be made, how this Ark of the Covenant should be made, means like the tabernacle, how the tabernacle should be made. Also wie sollte diese Bundeslade gemacht werden, das können wir uns vorstellen, wie unseren Tabernakel, wie sollte er gemacht werden. And so the tent is like the church, how the church should be made with the tabernacle inside. Und das Zelt war so, wie wir heute die Kirche kennen. Und wie sollte es gemacht werden, die Kirche mit dem Tabernakel da drin? So, Moses was shown in a vision. God showed Moses how it should be. Und Gott hat es Mose in einer Vision gezeigt, wie das aussehen sollte. But he is not a carpenter or he cannot make by himself. Aber Mose war kein Tischler, er konnte das nicht umsetzen. So what did he do? Also was machte Mose? We hear in Exodus chapter 31 verse 3. Das lesen wir in Exodus 38 Vers 3. Exodus chapter 31 verse 1 onwards tells like this. Yahweh then spoke to Moses and said. Der Herr sprach zu Mose und sagte. I have singled out Bezalel, son of Uri, and have filled him with the Holy Spirit. Fill him with the Spirit of God. Siehe, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, den Enkel Hurs vom Stamm Juda, beim Namen gerufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. In wisdom, knowledge and skill in every kind of craft. Mit Weisheit und Verstand und mit Kenntnis für jegliche Arbeit. In designing and carrying out the work. Pläne zu entwerfen und sie in Gold, Silber und Kupfer auszuführen. And you know what happened? Und ihr wisst, was geschah? Only Moses know how it should be. Nur Mose wusste ja, wie das aussehen sollte. Nobody else has seen. Niemand anders hatte diese Vision gesehen. But when the Spirit of the Lord came upon Bezalel. Aber als der Geist Gottes auf Bezalel herabkam, he understood, hat Bezalel verstanden, what God wants, was Gott wollte, how he wants, wie er das haben wollte. When did he understand? Wann hat er das verstanden? When the Spirit of the Lord came upon him. Als der Geist Gottes auf ihn herabkam. So the Catechism of the Catholic Church tells us that. Und genau das sagt uns ja der Katechismus der katholischen Kirche. Nobody is able to know what is the will of God unless the Holy Spirit reveals that to us.
Niemand ist in der Lage zu verstehen, was Gottes Wille ist, wenn es nicht der Geist Gottes uns offenbart. So that is why we should ask the Lord. Deswegen sollen wir den Herrn bitten. Fill me with the Holy Spirit. Herr, fülle mich mit dem Heiligen Lord, Geist. Lord, help me to understand what you want from my life. Herr, hilf mir zu verstehen, was du von meinem Leben möchtest. I'll tell you one example. Ich möchte euch noch ein Beispiel sagen. There is a youth movement called Jesus Youth. Es gibt so eine Jugendbewegung, die heißt Jugend für Jesus. And during the Pentecost we'll have a retreat here. Und während der Pfingstzeit werden wir ganz hier in der Nähe mit dieser Jesus-Jugend Exerzitien haben. Yeah, I also will be coming for that. Dazu werde ich auch kommen. So, till I joined the Jesus Youth. So lange wie ich in dieser Gemeinschaft war. No. I used to tell the Lord, Lord, I would like to do like this, like that. Habe ich dem Herrn immer gesagt, hey, ich möchte das so tun, ich möchte dies tun, ich möchte das tun. But after joining the Jesus Youth. Also vorher habe ich das so gesagt. Nachdem ich aber in der Jesus-Jugend war. I have seen that whenever they pray. Da habe ich gesehen, immer wenn sie gebetet haben. They used to start like this. Dann sind sie angefangen ungefähr so. Lord, what do you want us to do, Lord? Herr, was möchtest du, was wir tun sollen? I used to do the opposite before. Bevor ich in dieser Jesus-Jugend war, habe ich es genau umgekehrt gemacht. I will tell you what I want. Herr, ich möchte dir jetzt sagen, was ich mir wünsche. But in Jesus you, they asked the Lord, Lord, what do you want? Aber als ich in dieser Jugend für Jesus war, da habe ich gelernt zu beten, Herr, sage mir, was du von mir wünschst. Yeah, that is the way we should pray. Das ist die Art und Weise, wie auch wir beten sollten. No? Lord, what do you want from us? Herr, was möchtest du von uns? So let us close our eyes. Also schließen wir noch einmal unsere Augen. Let us ask the Lord. Und bitten wir den Herrn. Lord, what do you want from us? Herr, was wünschst du dir von mir? Lord, what do you want to tell us today? Herr, was möchtest du uns heute sagen? Lord, what all areas in our life we should change? Herr, auf welchen Bereichen unseres Lebens wünschst du dir Veränderung? Lord, help us to understand your will, Lord. Herr, hilf uns, deinen Willen mehr und mehr zu verstehen. So the Holy Spirit is the one who reveals the will of God. Also der Heilige Geist ist derjenige, der uns den Willen Gottes offenbart und kundtut. Okay? Verstanden? Then we will see another aspect. Und jetzt sehen wir uns einen weiteren Aspekt an. That is from the book of Judges. Das ist aus dem Buch der Richter. Chapter 14. 14. Kapitel. Book of Judges, chapter 14. Buch der Richter, Kapitel 14. So the context is Samson. Also es ist im Zusammenhang mit Samson. So if you read chapter 13, last verse, it tells like this. The woman gave birth to a son and called him Samson. The child grew and Yahweh blessed him. And the spirit of Yahweh began to stir him. Also wenn wir die letzten Verse in Kapitel 13 lesen, dann lesen wir da, die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Dann aber begann der Geist des Herrn, ihn umherzutreiben. So the Spirit of the Lord began to work in him, move in him. Also der Geist Gottes wirkte ihn und trieb ihn umher. So if the Holy Spirit is there, the Holy Spirit cannot stay idle. Also wenn der Heilige Geist da ist, dann kann er nicht starr bleiben. If we allow, wenn wir es ihm gestatten, it will start to move us. Dann wird er uns in Bewegung setzen. We will see the effects of that. Wir werden die Wirkungen des Heiligen Geistes wahrnehmen. Let's see what happens. Schauen wir uns an, was geschah. It's a lesson for us. Das ist eine Lektion für uns. Chapter 14, verse 5 onwards. Lesen wir Buch der Richter, 14. Kapitel, Vers 5 folgende. Samson went down to Timnah. Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timnah. As he reached the vineyard of Timnah,
Als sie bei den Weinbergen von Timna ankamen, he saw a young lion coming roaring towards him. Kam ihnen plötzlich ein brüllender junger Löwe entgegengelaufen. What is coming? Was kommt da? Lion. Ein Löwe. Not simply roaring. Ein brüllender Löwe, nicht einfach nur ein Löwe. What happens? Und was geschah? What will happen if you see a lion roaring and coming? Was geschieht bei euch, wenn ihr einen brüllenden Löwen auf euch zukommen seht? Maybe that moment itself, maybe we may get heart attack or we may, you know, fall unconscious. Es kann sein, dass wir einen Herzinfarkt bekommen oder bewusstlos werden. Yes or no? Ist das so? You know, the lion became the king of the jungle. How? Also, ihr wisst, der Löwe ist der König der Tiere. Warum? Lion or elephant? Who is bigger? Wer ist stärker, ein Löwe oder ein Elefant? Who is bigger? Wer ist größer? Elephant. Der Elefant. But is elephant afraid of lion? Aber hat der Elefant Angst vor einem Löwen? Nein. Elephant is not afraid of lion. Nein, der Elefant hat keine But Angst vor how can you say that the king of the forest is lion? Aber wie können wir dann sagen, dass der König der Wälder der Löwe ist? Because even if the elephant is so big, with the roaring of the lion, even if the elephant is big, he will be afraid. Es ist tatsächlich so, selbst wenn der Elefant groß und stark ist, wenn er einen brüllenden Löwen hört, dann bekommt er Angst. So the roaring makes everybody afraid. Also dieses Brüllen des Löwen versetzt alle in Angst. So now one lion is coming roaring at me. Also jetzt noch einmal, ein brüllender Löwe kommt auf mich zu. Ja. So what happens when we hear the roaring? Also was geschieht, wenn wir dieses Brüllen hören? What happens? It will affect our mind or it will affect our body? Dieses Brüllen, wird es unseren Geist berühren oder unseren Körper? It mainly affects our mind, right? Also zunächst einmal oder in stark wird es unseren Geist berühren. You know, in the scriptures, if we see, also wenn wir in der Heiligen Schrift sehen, the lion is compared to sin. Da sehen wir ganz oft, dass der Löwe mit der Sünde in Verbindung gebracht wird. Compared to Satan. Oder mit dem Satan. Let's take Sirach chapter 27 verse 10. Sirach. Jesus Sirach. Sirach. Chapter 27 verse 10. Sirach. Mm-hmm. It tells like this. The lion lies in wait for its prey. So does sin for those who do wrong. Once again. The lion lies in wait for its prey. Also der Löwe liegt in Erwartung. 27, 10. 10. Der Löwe lauert auf Beute. So auch die Sünde auf alle, die Unrecht tun. Yeah, the lion waits for its prey. So does sin for those who do wrong. Also der Löwe lauert auf Beute und so auch die Sünde auf alle, die Unrecht tun. And St. Peter says in chapter 1 Peter chapter 5 verse 8. Und Petrus sagt im ersten Petrusbrief 1 Peter chapter 5 verse 8. 5. Kapitel Vers 8. Keep alert, because the enemy, the devil, is prowling round like a roaring lion, looking for someone to devour. Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. So now, this lion is coming to devour Samson. Also dieser Löwe kommt auf den Simson zu und greift ihn an. No. It's very fast. Er ist sehr schnell. So what happens? Und was geschieht? The scripture says. Und die Heilige Schrift sagt uns. Let's continue reading. Lesen wir weiter. He saw a young lion coming roaring towards him. Also er sah einen jungen Löwen auf den brüllenden Löwen. Next sentence tells. Und dann heißt es im nächsten Satz. The spirit of Yahweh seized on him.
Der Geist des Herrn ruhte auf ihm. And he tore the lion into pieces with bare hands. Da kam der Geist des Herrn über Simson und Simson zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als würde er ein Böckchen zerreißen. As though it were a kid. Als würde er ein Böckchen zerreißen. Okay, once more. Noch einmal. The Spirit of God seized him. Da kam der Geist Gottes über Simson. And he seized on him and he tore the lion into pieces with his bare hands. Und er zerriss den Löwen mit bloßen Händen. As though it were a kid. Als würde er ein Böckchen zerreißen. Okay, my question. Also meine Frage jetzt. Who is faster, the lion or the spirit? Also wer ist schneller, der Löwe oder der Geist? The Geist. Spirit is faster than the lion. Also der Geist ist schneller als der Löwe. Spirit is faster than Satan. Das heißt, der Geist ist schneller als der Satan. So what did he do? Und was tut er? With the hands, no need of any weapon. Also er braucht keine Waffen. Mit seinen Händen zerreißt er ihn. With the hands he tore the lion. Mit seinen Händen zerriss er den Löwen. As if so, als wäre es it was a kid. Ein Böcklein. My question to you is, noch einmal meine Frage an euch. The lion became a kid? Ist der Löwe zum Böcklein geworden? Did the lion became a kid? Ist der Löwe zum Böcklein geworden? No! Nein! The lion did not become a kid! Der Löwe ist nicht zum Böcklein geworden. But! Aber! When the Spirit came, wenn der Geist des Herrn herabkommt, for Samson, für Simson, the lion was like a kid. War für Simson der Löwe wie ein Böcklein. Lion was lion. Der Löwe war der Löwe. But aber when the Spirit of the Lord came, wenn der Geist des Herrn auf Simson herabkam, it is no more a lion for Samson, no more a lion for the one who is filled with the Holy Spirit. Dann ist für den in dem Augenblick, wo der Geist des Herrn auf Simson herabkam, war für Simson der Löwe kein Löwe mehr. Auch so gilt es für jeden, auf den der Geist des Herrn herabkommt. That happens in the life of you and me. Und das geschieht in dem Leben von dir und mir. When the Spirit of the Lord comes. Wenn der Geist des Herrn herabkommt. The lion. There are so many lions in our life. Es gibt auch so viele Löwen in unserem Leben. Waiting to devour. Die warten darauf, uns zu fressen. Do you think that? Do you believe that there is Satan? Glaubt ihr, dass das der Satan ist? Is there Satan? Yes or no? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Yeah. Yes, there is Satan. Ja, es gibt den Satan. There is. Ja. So we will not be able to fight against the devil by ourselves. Und es ist, wir sind nicht in der Lage, aus uns selbst heraus gegen den Teufel zu kämpfen. And as the scripture says, as St. Peter says, he is prowling round like a roaring lion, looking for someone to devour. Und so wie Petrus sagt, der brüllende Löwe schleicht umher und sucht, wen er verschlingen kann. So he knows our weak points. Und dieser Löwe erkennt genau unsere Schwachpunkte. So he wants us to trap us. Und er möchte uns ergreifen. Always he look a chance. Überall sucht er nach einer Möglichkeit. But remember, aber erinnern wir uns, even if he comes, no, roaring at us. Selbst wenn er brüllend auf uns zukommt, but if we ask the Holy Spirit, wenn wir aber um den Heiligen Geist bitten, if we are filled with the Holy Spirit, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, this lion will not be a lion to us. Dann wird dieser Löwe für uns kein Löwe mehr sein. Even if the problems may be so big, selbst wenn die Probleme riesengroß sind, even if the problems may be impossible for us to know, supersede. Also selbst wenn die Probleme für uns unüberschaubar sind. But when the Spirit comes, aber wenn der Geist Gottes kommt, it will not be a problem for us. Dann ist es kein Problem mehr für uns. Was it a lion for Samson? Also noch einmal, war es für Simson noch ein Löwe?
No. For Samson, it was like a kid. Für ihn war es in der Situation wie ein Böcklein. But actually it is a lion. Aber in der Tat war es ein Löwe. Yeah. See, that is what happens when the Spirit comes. Also, ihr seht, das geschieht, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. The things which we think impossible will happen in our lives. Die Dinge, die wir für unmöglich halten, werden dann in unserem Leben geschehen. Because when Angel Gabriel told to our Blessed Mother, Blessed Mother asked, how it will happen? Als der Engel Gabriel zur Mutter Gottes kam und ihr sagte, dass sie schwanger wird, hat sie gefragt, wie soll das geschehen? Then Angel said, und dann sagte der Engel, nothing is impossible for the Lord. Für Gott ist nichts unmöglich. The Holy Spirit will come upon you. Der Heilige Geist wird auf dich herabkommen. And the power of the Almighty will overshadow you. Und die Kraft des Höchsten yes. wird überschatten. When do impossible things happen? Ja, wann geschehen unmögliche Dinge? When the Spirit of the Lord come upon you. Wenn der Heilige Geist auf dich herabkommt und dich überschattet. Is there any doctors here? Gibt es hier unter uns irgendeine Ärztin, einen Arzt? No. Any nurses? Vielleicht eine Krankenschwester? No. Okay. No problem. You know? Do you know? In order to see without the help of a man. Ohne das Tutel eines Mannes. Our Blessed Mother had a baby. Wurde die Mutter Gottes schwanger? No. Without the intervention of a man. Ohne die Vereinigung mit einem Mann. Why I asked, is there any doctors? Warum habe ich gefragt, ob es hier einen Arzt oder eine Krankenschwester gibt? This is biology. Das ist Biologie. Okay. You know, there are two chromosomes, X and Y. Also es gibt zwei Chromosomen, X und Y. XX means female. XX bedeutet weiblich. XY is male. XY bedeutet männlich. Okay, so in order to have a male child, only because of a male only you can get a male child. Also nur wenn du ein männliches Chromosom hast, kannst du auch ein männliches Kind bekommen. Ja? Okay, because in a man there is X and Y. Weil im Mann ist X und Y. So if the X join X of the man joins the X of woman, it is female. Also wenn das X-Chromosom sich mit dem X des Mannes mit dem X-Chromosom der Frau verbindet, dann ist es ein Mädchen. And if the Y of the man joins the X of the female, it becomes a man. It's a son. Und wenn das Y-Chromosom des Mannes sich mit dem X-Chromosom der Frau verbindet, dann wird es ein Junge. So you know who determines the sex of the child? Also wer bestimmt die Geschlechtlichkeit des Kindes? It is a man. Das geht vom Mann aus. Because of the Y chromosome, Y is only in man. Weil dieses Y Chromosom gibt es nur beim Mann. So you know, if you see the history. Und wenn wir jetzt in die Geschichte hineinschauen, I think if you see the no, if you study, there are few places in which without the intervention of the man, some I think at least at the four places I think no some women get pregnant. Also wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, das studieren, ich glaube es gibt vier Stellen, wo wir sehen, dass eine Frau ohne das Zutun eines Mannes because of some problems. Manchmal lagen irgendwelche Probleme vor. But in all those places. Aber an all diesen Orten. The chromosomes was X and X. X and X. Der prophezeite Sohn war X und X. That means female. Das heißt eigentlich because Y can be God only from a man. Warum kann Gott nur von einem Mann kommen? Okay. So in the history if you see even if somebody got pregnant that will be only a female child. Also das heißt, wenn wir in die Kirchengeschichte, in die Geschichte schauen, wenn jemand schwanger wird ohne einen Mann, kann es eigentlich nur ein Mädchen sein. And in the history of the world, there was never a male child was born without the intervention of a man, except in our Blessed Mother.
Und also wenn wir in die Geschichte schauen, hat es nirgendwo gegeben, dass eine Frau einen Jungen geboren hat, nur bei der Mutter Gottes. So, when the Holy Spirit comes, impossible things will happen. Also, wenn der Heilige Geist auf uns herabkommt, dann geschehen unmögliche Dinge. Do you believe? Glaubt ihr das? Yes. Do you believe? Glaubt ihr das? Ja. Yeah. Yes. So then what happens? We will close with this. Also, was geschieht dann? Dann hören wir hiermit auf. After, okay, so he tore the line in pieces as if it was a kid. Also, Simson hat den Löwen zerrissen in zwei Teile, als wäre es ein Böcklein. And he tells that he did not tell this to his parents. Und es wird geschrieben, dass das seinen Eltern nicht erzählt hat. Because he understood that it is not he who tore, but it is the Lord who tore. So all the glory, all the merit should go to him. Und er hat innerlich verstanden, dass das, was er da getan hat, dass er das nicht aus eigener Kraft getan hat, sondern durch die Kraft Gottes. Und deswegen wusste er, alle Ehre gebührt Gott. So he didn't go around and proclaim that I tore a line. Und deswegen ist er nicht umhergegangen und hat das überall erzählt. Okay, then let's go to chapter 15. Also gehen wir jetzt ins 15. Kapitel im Buch der Richter. Chapter 15, verse 14. Nehmen wir den Vers 14. So the context is, after that Samson was so powerful and all, but in front of a woman, he showed his weakness. Also nachdem Simson so kraftvoll gewirkt hat und so kraftvoll gewesen war, kam eben das Ereignis, dass er vor einer Frau seine ganze Schwäche gezeigt hat. He disobeyed what the Lord said. Und er war dem ungehorsam, was der Herr ihm gesagt hatte. So what happened? Und was geschah? No, they were able to know where was the power of Samson. Sie wussten dann, wo die Kraft des Simson lag. And no, they trapped him. Und sie überlisteten ihn. Yeah. So then what happens? They chained him. Und dann haben sie ihn gefesselt. Okay, they chained him and they were going. Und sie haben ihn gefesselt und sind weggegangen. So let's read. Lesen wir das. Chapter 15, verse 14 onwards. 15. Kapitel, Vers 14 folgende. So when he was going like this, the Spirit of Yahweh was on him. Als er hinaufkam, kam der Geist des Herrn über ihn. The robes on his arms became like burnt strands of flax, and the cords round his hand came untied. Die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die vom Feuer versenkt werden, und die Fesseln fielen von seinen Händen. So what happened? When the Spirit of the Lord came upon him. Also was geschah, als der Geist Gottes auf ihn herabkam? Whatever was bounded on him. Das, was bei ihm gefesselt, zusammengebunden war. It became like a straw. War wie ein Faden und zerbrach. All his bondages was gone. Alle seine Fesseln gingen von ihm. We remember the same thing which happened to our apostles in the prison. Wir erinnern uns, dass dasselbe den Aposteln im Gefängnis widerfahren. They were chained. Sie waren gefesselt, sie lagen in Ketten. But the Spirit came. Aber der Geist Gottes kam auf sie. What happened to their chains? Und was geschah mit ihren Ketten? Zerbrochen. Broken. Sie waren zerbrochen. So another thing with the Lord tells us today is. Also noch etwas anderes, was der Herr uns heute sagt, ist. When the Spirit comes. Wenn der Geist auf uns herabkommt. All our bondages will be broken. Alle unsere Gebundenheiten werden gebrochen. All the bondages. All unsere Gebundenheiten. How strong it is. So sehr sie auch so stark sind. How deep it is. Wie tief sie auch sind. One moment. Es geschieht in einem Moment. Enough. Ein Moment reicht. So the Spirit is the one who breaks the bones. Der Geist ist der die Fesseln zerbricht. You know, when Jesus came.
Ihr wisst, als Jesus gekommen ist, when he started the public ministry, als er sein öffentliches Leben begann, you know what did he say? Ihr wisst, was er gesagt hat. He said like this. Er hat es so gesagt. Luke chapter 4. Im Lukas Evangelium 4. Kapitel. 18. The Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Okay? The Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn ruht so auf mir. So if the Spirit is upon me, what I will do? Also wenn der Geist Gottes auf mir ruht, was tue ich dann? He has anointed me. Und dann sagt er noch, der hat to bring gesalbt. Good news to the poor. Er hat mich gesalbt und gesandt, den Armen eine frohe Botschaft zu verkünden. Now what did we pray in the, at the beginning? Was beten wir am Anfang? Lord, give us the courage to proclaim your word. Wir haben am Anfang gebetet, Herr, gib mir den Freimut, so Jesus dein Wort zu verkünden. Says, und so sagt Jesus, Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn ruht auf mir. He has anointed me to proclaim the good news to the poor, afflicted. Er hat mir, hat mich gesalbt, damit ich den Armen die frohe Botschaft verkünde. He has sent me to proclaim liberty to captives. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde. Okay, liberty to captives. Den Gefangenen die Freilassung. Are you a captive? Seid ihr gefangen? In any sense. In irgendeiner Art und Weise? When the Spirit of the Lord comes. Wenn der Geist Gottes kommt. He will give release. Dann wird er euch freilassen. It's the word of the Lord. Das ist das Wort des Herrn. Then what happens? Und was geschieht als nächstes? Give sight to the blind. Den Blinden das Augenlicht. What did we pray at the beginning? Was haben wir am Anfang gebetet? Lord, extend your hand. Herr, streck deine Hand aus. Give healing. Das Zeichen und Wunder geschehen. Jesus says. Und Jesus sagt. When the Spirit of the Lord comes. Wenn der Geist des Herrn kommt. He gives healing. Dann werden Heilungen geschehen. Then next. Und das nächste. To let the oppressed free. Damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze. Okay. Are you oppressed? Seid ihr zerschlagen? Are you oppressed? In irgendeiner Weise? Do you have any burden? Habt ihr irgendwelche Lasten? Do you have any worries? Habt ihr Sorgen? So he tells. Und so sagt der Herr. When the Spirit of the Lord comes. Wenn der Geist des Herrn kommt. He will liberate the captives. Er wird die Zerschlagenen befreien. He will let the oppressed free. Und er lässt die Gefangenen frei. So, we have not finished. Wir sind noch nicht fertig. We will stop for the moment. Aber wir müssen einen Augenblick aufhören. Okay. So, this is the work of the Holy Spirit. Also, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. So, we summarize. Wir fassen das jetzt nochmal zusammen. So, when the Spirit of the Lord comes, I will be able to know what He wants me from my life. Also wenn der Geist des Herrn auf mich herabkommt, what? Dann kann ich erkennen, was der Herr für mich möchte. I will know what the Lord wants me to do in the life of my children. Ich werde erkennen, was der Herr von mir möchte im Leben meiner Familie, meiner Kinder. What I should do. Was ich tun soll. What decision I should take. Welche Entscheidung ich treffen soll. That's why the Lord says, when you reach away, you will hear. No, take right or take left. Und deswegen sagt der Herr, wenn ihr vor einer Weggabelung steht, dann werdet ihr hören, was der Herr euch sagt. Geh rechts oder geh links? Then we saw. Und dann haben wir gesehen, when the Spirit of the Lord comes, wenn der Geist des Herrn auf euch herabkommt, even if the lion is coming unto me like a roaring lion, waiting to devour me, selbst wenn dann ein brüllender Löwe auf euch zukommt, um euch zu verschlingen, the Spirit will come faster than the lion. Dann haben wir gesehen, dass der Geist schneller ist als dieser Löwe. And the lion, the problem, the devil, the Satan will be no longer a problem for me when he comes. Und dieser Löwe, dieser Satan oder das Problem, was auch immer ist, wird nicht länger ein Problem für mich sein. No. He will be, the lion will be like a kid. Wir haben gesehen, der Löwe wird wie ein Böcklein sein. He will do the impossible. Und das Unmögliche wird geschehen. Not I will do, he will do. Und das geschieht nicht durch mich, er wird es tun. So what should I do? Was sollte ich tun? Be still.
Ich sollte ganz ruhig bleiben. Exodus 14:14 says. Im Exodus 14:14 heißt es. You have to do only one thing. Du sollst nur das eine tun. Be still. Sei still. And I will fight for you. Und ich werde für dich eintreten und kämpfen. So what we have to do, we have to trust, we have to believe and be still. Also, was haben wir zu tun? Wir sollen vertrauen und ruhig bleiben. I should believe. Und ich sollte glauben. Jesus is my Lord. Jesus ist mein Herr. He is my Savior. Er ist mein Retter. He is the one who saves me from the clutches of all the lions. Er ist derjenige, der mich befreit von allen Angriffen des Löwen. My Jesus is my Savior. Mein Jesus ist mein Retter. He is the one who saves me from the clutches of the evil one, the Satan. Er ist derjenige, der mich bewahrt, der mich rettet vor den Angriffen des Bösen und des Satans. Do you believe? Glaubt ihr das? Jesus is the Savior. Jesus ist der Retter. Ja. Ja. Then what happens? Was geschieht dann? Then he will take charge. Dann ergreift er die Gelegenheit. He will do the fight. Er wird den Kampf für euch kämpfen. He will do the impossible. Er wird das Unmögliche tun. And whatever bondages may be bonded upon our lives. Und welche Fesseln und Schlingen auch immer in unserem Leben liegen. When the Spirit of the Lord comes. Wenn der Geist des Herrn kommt. That moment. In dem Augenblick. All the bondages will be broken. Werden alle Fesseln zerbrechen. All the bondages. Alle Ketten werden gesprengt. Because he is the Spirit of power. Weil er ist der Geist der Stärke. He is the Holy Spirit. Er ist der Heilige Geist. Do you believe? Glaubt ihr das? Ja. So let us pray once again and conclude with a prayer Peter and John prayed. Also lasst uns noch einmal dieses Gebet von Johannes und Petrus beten und damit diesen Vortrag abschließen. That should be the prayer of each one of us these days. Also in diesen Tagen vor Pfingsten sollte das Gebet von einem jeden von uns sein. Acts of the Apostles, chapter 4, verse 30. Also merkt euch das, Apostelgeschichte, 4. Kapitel, Vers 13. Lord! Herr! Let's repeat. Wiederholen wir das. Lord! Herr! Help your servants! Hilf deinen Kindern, Knechten. 4:30. 4:13. 30 just before. Yeah. Yeah. Okay. Lord. Herr. Help your servants. Gib deinen Knechten die Kraft. To proclaim your message with fearlessness. Mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Lord, stretch out your hand to heal. Streck deine Hand aus. Lord, stretch out your hand to work miracles. Damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Lord, stretch out your hand to do marvels. Streck deine Hand aus, damit Wunder geschehen. In the name of Jesus. Durch den Namen deines Knechtes Jesus. Once more. Noch einmal. Lord. Herr. Give us the grace to proclaim your message. Gib uns den Freimut, dein Wort zu verkünden. Lord, stretch out your hand. Streck deine Hand aus. To heal. Für Heilungen. To work miracles and marvels. Um Zeichen und Wunder zu schenken. In the name of Jesus. Durch den Namen Jesu. And as they prayed, als sie gebetet hatten, the house where they were assembled, bebte der Ort, rocked, erbebte. And from this time, und von diesem Augenblick an, they were all filled with the Holy Spirit, waren sie alle vom Heiligen Geist erfüllt, and began to proclaim the gospel fearlessly, und begannen das Wort Gottes freimütig zu verkünden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.